Was? Hilf mir! Hilf mir! Hallo liebe Steigerfreunde, herzlich willkommen zu MSTV. Wir sind gerade in Deutschland, irgendwo, der Zug fährt nicht weiter. Der Zug hat auch schon verspätet. Wir versuchen irgendwie nach Osnabrück anzukommen. Hilf mir! Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Ja? Was ist hier passiert? Kotzi hat sie kotzt! Der Junge hat zwei Bier übergeben! Kotzi, du wirst was gefragt! Kotzi! Was jetzt? Du wirst was gefragt! Was war das? Du hast sie nicht übergeben! Das war ich nicht, das war ich! Ja! Wir sind eine Stunde zu spät angekommen in Osnabrück. Und ja, wenn wir den nächsten Zug jetzt nehmen, Richtung Düsseldorf, da kommen wir irgendwann 16 Uhr an. Natürlich, wenn alles gut läuft. Ja, tolle Nachricht. Mülheim ist weg. Nicht die Uhrzeit zeigen! Flughafen und der Hauptbahnhof fällt auch. In 2,5 Stunden fängt das Spiel an und momentan sieht es so aus. Hurra! 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 Oh, wir sind jetzt in Essen angekommen und ich mache mich jetzt mal auf den Weg und such den Jago. Schreib es, ne? Ja, hier fährt der Zug. Ja, wollen wir hier weiter? Ciao. Hallo, hallo, Kimsi. Hallo, Kimsi. Hallo, Kimsi. Hallo, Rafael. Ja, okay, cool. Das geklappt hat. Jago, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich auch. Das hat ganz schön Umstände. Ja. Also für mich nicht, aber für dich, ja. Jetzt ja, es war einer der anstrengendsten Auswärtsfahrten mit dem Zug, die ich je erlebt habe. Ständig der Zug stoppte. Und am Ende wurde ja sogar noch einige Stationen gestrichen. Eigentlich wollte ich in Mülheim aussteigen und mich mit Jago treffen. Aber ging nicht. Er ist nach jetzt, Essen gekommen. Jetzt nach Hessen. Nein, Essen. Essen, genau. Ja, ja auf jeden ja. Fall vielen Dank, dass er das ja, gerne, natürlich. Mitmacht. Und ich würde sagen, jetzt irgendwie... Döner. Ein Döner, aber ich habe die ganze Zeit nichts gegessen. Okay. Und dann sofort zum Stadion. Baba-Döner gibt es hier. Ist mir egal. Also dieser Bekannte davon. Von Massiv. Massiv, ja. Okay. Sollen wir da hinfahren? Mir ist das egal. Ja? Du kennst okay. dich aus. Ich kenne mich so ein bisschen aus. Ich guck mal, wie weit das von hier ist. Ja? Alles klar. Ich gebe das mal ins Navi ein. Da sind wir, Baba Döner. Ja, also ich würde gerne euren Steak Döner probieren. Ich darf jetzt erstmal einmal probieren, wie der Döner hier schmeckt. Oh, krass. Und? Lecker? Schmeckt gut. Gut, gell? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr nett, dass man hier erstmal den Döner probieren darf. Gut, ne? Super.
Döner hat gut gekracht in mir rein. Schmeckt auf jeden Fall gut. Liebe Stadionfreunde, ich wollte euch noch etwas Wichtiges sagen. Diese Auswärtsfahrten, die sind wirklich anstrengend. Also wenn man oft auswärts fährt, da begegnet man manchmal Schwierigkeiten, mit denen man nicht rechnet. Der Zug fällt aus, der Zug verspätet sich oder sonst was. Ne? Also ihr habt ja schon gesehen, der Zug ist nicht mal bis Düsseldorf durchgefahren. Wir mussten Essen aussteigen. Und deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Mühe anerkennen würdet und wenigstens den Kanal abonniert, wenn ihr das nicht schon getan habt, oder zumindest dieses Video liked und hier in die Kommentare einfach mal schreibt, wie ihr das Video findet und allgemein, ja, wie eure Vorstellung ist zu Auswärtsfahrten. Wir sind endlich in Düsseldorf angekommen. Wir sind beim Parkplatz bei der Arena. Coach? Was macht der Coach da? Ich mache die Aufstellung für heute. Für heute? Okay. Einmal Emders im Tor. Links außen Derek Köhn. Rechte Seite überlege ich mir gleich noch spontan. Vorne im Sturm Mike Hanke. Wir suchen die ganze Zeit nach dem Stadion. Es steht einfach vor uns. Merkur Spielarena. Wir sind jetzt, ja, erste Kontrolle durchgeführt, Tickets vorgezeigt und hier sieht man nochmal die Trainingsplätze von Fortuna Düsseldorf. Ja, und hier einfach mal so ein Basketballfeld. Basketball. Ja, auf jeden Fall kann man Dreier werfen. Ja, hätten wir das mal gemacht. Coach, ich glaube, du wirst da gebraucht. Ist durch! Und? Hast du die Pyros versteckt? Antworte doch! Ich will nicht so laut reden, dass jemand hört. Ja, sieht sehr, sehr kolossal aus. Wie der Koloss von Rodos. So, da müssen wir jetzt hoch. Treppen des Todes. Hört gar nicht auf. Der Döner kommt richtig zurück. Hier müssen wir rein. Das erste Mal Merkur Spielerräder. Wir sind jetzt drinnen, dort drüben die Auswärtsfans aus Hannover und dort die Ultras von Fortuna Düsseldorf. Wir haben es eigentlich reingeschafft, in 20 Minuten wird hier angepfiffen. Ich hoffe, dass es heute einfach nur die Reise lohnen wird. So viel Zugverspätung, Zugausfall, knapp hierher gekommen. Es muss sich einfach heute lohnen. Die Nummer 2 Joshua Knight, die Nummer 5 Philipp Neumann. Hier geht es gleich los. Möge der Bessere gewinnen. Der Bessere ist heute 96.
Also sehr, sehr merkwürdig finde ich die Hannover-Fans, ob die Ultras vielleicht nicht da sind, aber da kommt irgendwie nicht viel. Was war das? Musst du machen. Fortuna wird immer gefährlicher. Das war jetzt die zweite gute Attacke innerhalb von einer nicht Minute. Nicht schlecht. Ja. Es bleibt spannend. Zum Glück tut sich eigentlich mal was hier. Die erste Halbzeit ist vorbei. Beide Teams gehen mit einem 0:0 in die Kabine. Es war sehr, sehr langweilig. Und ich muss sagen, Fortuna hatte die besseren Chancen. Aber was mich noch mehr verwundert hat, ist, die Ultras von Hannover waren die erste Halbzeit nicht im Block und sind kurz beim Ende der ersten Halbzeit reingekommen. Das hat man auf jeden Fall gespürt. Es hingen keine Spruchbänder und da waren keine Fahnen. Aber jetzt sind sie da. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber schreibt es gerne runter in die Kommentare, wenn ihr wisst, was da passiert ist.
Die Nummer 10, Yannick Rommelt, verlässt den Rasen genauso wie der Spieler mit der Nummer 11. Mittlerweile sind wir in der 90. Spielminute. Es sieht nicht danach aus, ja, dass Hannover hier einen Punkt mitnehmen wird. Naja. So, die Jungs kommen dann sicherlich gleich noch auf die Ehrenrunde und auf der Videoraum. Da sehen wir den Halbzeit. Ja, Hannover 96 verliert in Düsseldorf 1:0. Düsseldorf hat verdient gewonnen. Hannover hat nicht so gespielt, wie ich es erhofft habe. Ja, schade, dass sich dieser weite Weg hierhin nicht gelohnt hat. Aber egal, in 2 Wochen geht es weiter gegen Kaiserslautern. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Like natürlich und schreibt in die Kommentare rein, wie ihr dieses Spiel fandet. Jago, und danke schön, dass du dabei warst. Ja, auf jeden Fall abschließende Worte von dir. Ja, aber diesmal hat es nicht geklappt mit den 3 Punkten, aber bestimmt wieder im nächsten Spiel. Von daher, ja, alles Gute für die. Wo ist der mit Beschütz? Alter, unten liegt auch noch Beschütz. Jungs, beschützt ihn. Ja, es ist gleich hier 1 Uhr morgens. Wir sind in Herford, ne? Ja, ja. So, überall 96 Fans. 3 Uhr morgens. Nee, 3 Uhr morgens. Kommt der Zug erst in Minden an, ne? Nein, man kann früher fahren. Man kann früher. Ja, wir werden auch fahr nach Bückeburg und dann kannst du nach Hause. Ja, wir werden auf jeden Fall in Hannover irgendwann ankommen. Ne? Und dann werdet ihr... Wenn ihr dieses Video seht, dann schlafe ich erstmal zu Hause. Folgt ihm alle. So, wir haben es 2:20. Wir sind eigentlich in Hannover wieder angekommen. Ja, leider hat sich diese lange Auswärtsfahrt nicht gelohnt, aber egal. Neue Erfahrung. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.